Star Wars Squadrons, die neue Weltraum-Action-Flugsimulation von EA Motive, ist in vielerlei Hinsicht eine Überraschung. Wir wussten zwar schon, dass das Spiel anspruchsvoller wird, als man es vielleicht nach der Erfahrung der letzten paar Jahre in Sachen Star Wars-Spiele erwarten würde. Dass es allerdings so viele taktische Möglichkeiten bieten würde, hat uns im Test dann doch ein bisschen überrascht. Eine viel größere Überraschung war allerdings, dass dieses Spiel, von dem der Publisher Electronic Arts vor der Veröffentlichung den Eindruck vermittelte, es sei in erster Linie ein Multiplayer-Spiel mit einer angeflanschten Story-Kampagne, sich jetzt im Test als ganz anders entpuppt hat, denn tatsächlich ist der Story-Modus vielleicht sogar das Kernstück des Spiels und der Multiplayer nur eine überschaubare Dreingabe. Und das, was man da in der Kampagne erlebt, ist das beste Star Wars Flugerlebnis seit dem GameCube-Klassiker Rogue Leader, also dem zweiten Teil der Rogue-Serie. Dass das neue Spiel letztlich dann aber doch nicht ganz an die Qualität der Simulationsklassiker X-Wing Alliance und natürlich TIE Fighter heranreichen kann, liegt nicht etwa am fehlenden Tiefgang, sondern an ein paar kleinen, aber ärgerlichen Designschwächen und in erster Linie wohl daran, dass EA nicht ganz an den Erfolg dieses Spiels glaubt, denn wegen seines letztlich doch recht überschaubaren Umfangs kann dieses 40 Euro teure Spiel seine Gameplay-Stärken nicht komplett ausspielen. Captain Amos, das war töricht. In der 14 Missionen langen Story-Kampagne, die ihr tatsächlich nur solo spielen könnt, steigt ihr ins Cockpit von insgesamt 8 Raumschiffen. 4 auf Seiten der Rebellen bzw. jetzt der Neuen Republik und 4 auf Seiten des Imperiums. In einigen Missionen könnt ihr sogar selbst entscheiden, welches Schiff ihr steuert, und im Verlauf der Kampagne schaltet ihr auch immer mehr austauschbare Komponenten für eure Schiffe frei, von unterschiedlichen Lasergeschützen, Raketentypen, Minen oder Hilfskomponenten bzw. neuen Antrieben, Schildsystemen und Rümpfen. Die könnt ihr auch abseits von Single und Multiplayer in einem Übungsmodus ausprobieren. Außerdem gibt's noch jede Menge Raumschiffbemalungen, andere Helme oder kleine Deko-Objekte als kosmetische Elemente freizuschalten, allerdings nicht für Echtgeld, sondern für im Spiel erspielbare Währungen. Das Ganze sind aber natürlich in erster Linie Belohnungselemente für den Multiplayer. Wir sind ja jetzt erstmal noch bei der Singleplayer-Kampagne und die wird mit zahlreichen Zwischensequenzen weitererzählt und auch mit Gesprächen zwischen den Missionen, denn ihr steht nicht nur hier im Hangar, sondern auch im Besprechungsraum und könnt euch vor und nach den Missionen und den Briefings mit euren Befehlshabern und Squad-Kameraden unterhalten und lernt so die Truppe näher kennen. Oh, hi. Ich bin Kyo Venzi. Willkommen in der Vanguard-Staffel. Wir werden gemeinsam großartige Dinge erreichen, glaub mir. Das Ganze erinnert ein bisschen an Genre-Klassiker wie Wing Commander, ist allerdings nicht ganz so dynamisch, denn ihr entscheidet weder, wie das Gespräch weitergeht, noch spricht eure eigene Spielfigur, was die ganze Sache ein bisschen steif erscheinen lässt. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass ihr euch eine eigene Spielfigur erstellen könnt und dabei das Geschlecht und weitere äußere Merkmale festlegt. Aber so nett das auch gemacht ist, und es ist wirklich sehr nett gemacht, denn es erinnert natürlich auch an die animierten Menüs und Hintergründe von X-Wing und TIE Fighter, irgendwann geht es dann ins Cockpit und hier gibt's eine ganze Menge Sachen zu beachten. Nummer 1, Star Wars Squadrons ist ein ziemlich schnelles Spiel, das sein Geschwindigkeitsgefühl sehr, sehr gut vermitteln kann. Und es ist wirklich nicht einfach, besonders in den 2 höchsten der insgesamt 4 Schwierigkeitsgrade. Und die solltet ihr auch unbedingt mal ausprobieren, denn eigentlich entfaltet das Spiel erst dann seine ganze Faszination. Vorher solltet ihr euch allerdings an die Steuerung gewöhnt haben, denn die ist gar nicht so einfach. Die gute Nachricht ist allerdings, ihr könnt sie vielseitig anpassen und egal ob ihr mit Maus und Tastatur, Gamepad oder im Idealfall mit Joystick und Schubregelung spielt, das Spiel lässt sich nach einer gewissen Einarbeitungszeit sehr gut steuern. Es braucht aber einfach eine Weile, bis ihr alle Schiffssysteme verstanden habt und vor allen Dingen die Wechselwirkungen zwischen diesen ganzen Schiffssystemen, denn die machen die eigentliche Gameplay-Faszination von Star Wars Squadrons aus, besonders auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Denn es geht nicht nur darum, andere Raumschiffe abzuschießen, sondern ihr müsst gleichzeitig auch euer Schiff ständig unter Kontrolle halten. Das heißt, ihr müsst die Energieverteilung umsortieren, um euren Schilden einen Boost zu geben, um eure Waffen aufzuladen oder euren Antrieb zu verstärken. Ihr müsst eure Spezialwaffen
einsetzen. Ihr müsst eurem Squadron Befehle geben, beispielsweise, dass sie ein bestimmtes Raumschiff verteidigen oder angreifen sollen. Ihr müsst einzelne Komponenten von Großkampfschiffen ins Visier nehmen und manchmal vielleicht auch erstmal unter den Schild tauchen, bevor ihr diese Komponenten angreifen könnt. Außerdem müsst ihr eure eigenen Schiffsreparaturen im Auge behalten und natürlich auch regelmäßig Nachschub für eure Waffensysteme anfordern. Und das Ganze, während ihr auch noch aufpassen müsst, dass verbündete Schiffe nicht zu Brei geschossen werden. Nein! Sie haben unser Shuttle zerstört! Es ist vorbei, Titan! Während das Ganze auf dem normalen Schwierigkeitsgrad noch ganz gut handelbar ist, baut das Spiel ab dem dritten Schwierigkeitsgrad einen intensiven Druck auf, den man so in einem Star Wars Cockpit noch nie erlebt hat. Das kann natürlich stressen und ihr werdet sicher oft genug abgeschossen, während ihr gerade versucht, eure Schilde nach vorne oder hinten neu auszurichten. Aber wenn man dann erfolgreich aus einer Schlacht hervorgeht, fühlt sich der Sieg gleich doppelt gut an. Und die Missionen werden dadurch natürlich auch gleich mal ein ganzes Eckchen länger. Normalerweise braucht man für die Mission im Schnitt so um die 20 Minuten, was schon recht ordentlich ist. Zumindest im Vergleich zu sowas wie Rogue Leader, das ja in Sachen Umfang auf ähnlich viele Missionen kam, zumindest mit den geheimen Missionen, insgesamt aber wesentlich weniger Spielzeit bot. Im Vergleich zu den PC-Klassikern der X-Wing-Serie zieht Star Wars Squadrons in Sachen Story-Kampagnen-Umfang allerdings deutlich den kürzeren. Zumal die Einsätze auch storyintensiver geskriptet sind, was weniger spielerische Freiheiten erlaubt, andererseits aber auch spektakuläre Momente erzeugt. Die Fregatte wird gleich explodieren! Aber ich hab gewonnen! Er ist tot. Was für eine Verschwendung. So findet fast jede Mission in einer eindrucksvollen Umgebung statt und liefert auch die ein oder andere Überraschung, inklusive moralischer Entscheidungen und kleiner Nebenaufgaben, wie dass man zum Beispiel mal einen Flügelmann retten muss, ähnlich wie bei Star Fox. Die Story selbst ist dabei zwar trotz aufwendiger Inszenierung nicht sonderlich spannend oder einfallsreich, die Missionen bieten jedoch sehr viel Abwechslung. Es gibt zwar keine Missionen auf Planetenoberflächen, aber dafür fliegt man Star Wars typisch zwischen jeder Menge Asteroiden oder auch mal in die ein oder andere große Anlage hinein. Und zwischendurch gibt es natürlich jede Menge Funksprüche zu hören, besonders von den Squad-Mitgliedern, egal ob man nun gerade beim imperialen Titan-Geschwader mitfliegt oder bei der Vanguard-Staffel der Neuen Republik. Zudem sind die KI-Kollegen auch wirklich hilfreich und erfüllen auch mal ein Missionsziel. Zumindest in der Singleplayer-Kampagne. Im Multiplayer kann man zwar auch theoretisch allein mit Bots spielen, aber die sind so blöd, dass vom taktischen Gameplay nicht viel übrig bleibt und damit diese ganze Option eigentlich kaum Spaß bringt. Was allerdings sehr viel Spaß bringt, ist Punkt 2, den ihr unbedingt beachten solltet, wenn ihr ins Cockpit steigt, nämlich das HUD. Das solltet ihr unbedingt aufs Minimum drehen. Es gibt sehr viele Einstellungsmöglichkeiten für die Elemente, die auf dem Bildschirm angezeigt werden. Da die Cockpits der Raumschiffe allerdings voll funktional gebaut sind, könnt ihr das HUD auch fast komplett ausschalten, bis auf die Gegnermarkierung selbst natürlich. Und erst dann macht Star Wars Squadrons so richtig viel Spaß, weil es nicht mehr wie ein kunterbuntes Kinderspiel aussieht, sondern wie eine anständige Weltraum-Action-Flugsimulation. Mit minimaler HUD-Einstellung, so wie ich das Spiel für den Test fast durchweg gespielt habe, ist Squadrons sogar noch ein bisschen strenger als beispielsweise X-Wing Alliance, wo es ja zumindest eine Markierung am Bildschirmrand gab, sobald ein Gegner aus dem sichtbaren Feld rausgeflogen ist. Hier im Spiel muss man tatsächlich auf die Radaranzeige schauen. Und das erzeugt natürlich ein fantastisches, immersives Gefühl. Deshalb nochmal mein Appell, wenn ihr das Spiel wirklich gut erleben wollt, schaltet die Bildschirmanzeigen aus. Es macht das Ganze viel intensiver und ihr kriegt trotzdem alle Informationen vermittelt. Denn je länger man Star Wars Squadron spielt, desto mehr merkt man, was in dem Spiel so alles drinsteckt und wie clever viele Elemente designt wurden, vom Cockpit bis zum Sound. Über die Grafik an sich muss ich ja nicht allzu viel sagen. Ihr seht es ja die ganze Zeit, es sieht toll aus. Und es ist natürlich, wenn ihr es vertragt, in VR ein tolles Erlebnis, denn man kann das komplette Spiel mit einer VR-Brille nutzen. Der Weltraum selbst wirkt zwar ein bisschen wie eine flache Tapete im Hintergrund, die Schiffe und das freie Umsehen sind aber ein tolles Erlebnis.
leider nicht so überzeugend und neben dem Umfang auch einer der wichtigsten Kritikpunkte, warum das Spiel eben nicht mit Klassikern wie X-Wing Alliance oder TIE Fighter mithalten kann, ist eine ziemlich wichtige Balanceentscheidung. Star Wars Squadrons setzt nämlich auf leichtes Auto-Aim und gibt den eigentlich schildlosen TIE Fightern zum Ausgleich merkwürdig viele Trefferpunkte. Soll heißen, wir müssen etliche Laser in die kleinen Raumschiffe versenken, bevor sie explodieren. Und das wirkt einfach falsch, gerade für Star Wars Fans. Im Multiplayer kann ich diese Änderungen ja noch nachvollziehen, damit die Einheiten ausgeglichen sind. Aber im Singleplayer schieße ich doch nicht 10-mal auf den TIE, damit der explodiert. Das zusammen mit dem leichten Auto-Aim wertet das ganze Treffererlebnis deutlich ab und ich hoffe, dass EA Motive nach dem Release vielleicht noch einen Balancing-Patch veröffentlichen kann und diese unglückliche Kombination von Designentscheidungen zumindest optional ausschaltbar macht. Aber wie es mit dem Spiel weitergeht, steht ja eh in den, Sternen, denn es soll ja kein Service-Game sein, was einerseits gut ist, andererseits für das Spiel auch ein bisschen schade, denn die spielerische Grundlage ist so stark, dass sie eigentlich deutlich mehr Content verdient hätte, damit man die ganzen Möglichkeiten, die man so hat, tatsächlich mal ausspielen kann. Star Wars Squadrons wäre ein ideales Spiel für klassische Missions-Add-ons. Oder im besten Fall natürlich einen zweiten Teil, denn das hier könnte das X-Wing zu LucasArts TIE Fighter oder das Free Space 1 zu Volitions Free Space 2 sein. Aber das sind natürlich die wirren Hoffnungen eines alten Weltraumspiele-Fans. Kommen wir zurück zu dem, was im Spiel tatsächlich drin ist und damit sind wir beim Multiplayer. Der teilt sich in zwei Spielmodi auf, in die Weltraumgefechte, das ist Team Deathmatch mit jeweils 5 Spielern auf 6 Karten und in die Flottenkämpfe, die ebenfalls auf 6 Karten ausgetragen werden und die der deutlich komplexere Spielmodus sind, denn hier müssen beide Teams versuchen, das jeweilige Flaggschiff der gegnerischen Mannschaft zu zerstören. Dazu ist der Modus in verschiedene Phasen eingeteilt. Zunächst muss man sich mit KI-Raumjägern und den anderen Spielern in Dogfights messen. Wenn man da genug Punkte gesammelt hat, geht's in die nächste Phase, in der man 2 Großkampfschiffe zerstören muss und sobald die weg sind, kann der Stern Zerstörer oder das Flaggschiff der Rebellen angegriffen werden. Je größer die Ziele werden, desto wichtiger ist es, dass man sich im Team gut abspricht, wer was übernimmt. Im Idealfall stört das Unterstützerraumschiff mit Ionenwaffen die Systeme der großen Schiffe, während die anderen Spieler einzelne Systeme wie Schildgeneratoren oder Geschütztürme ausschalten, bevor dann der vernichtende Schlag fällt. Das Ganze verlangt durchaus viel Teamarbeit und Absprache, läuft insgesamt aber eigentlich immer sehr ähnlich ab und es würde uns deshalb nicht sonderlich überraschen, wenn beim Multiplayer von Star Wars Squadrons sowohl im Dogfight-Modus als auch bei den Flottenkämpfen verhältnismäßig schnell die Luft raus ist. Das Ganze macht zwar durchaus Spaß, aber es nutzt sich halt einfach schnell ab. Was dem Spiel tatsächlich fehlt und ihm vielleicht sogar besser gestanden hätte als die Versus-Gefechte, ist ein vollwertiger Koop-Modus, entweder mit dynamisch erstellten Missionen oder mit handgebauten Einsätzen. Es gibt zwar die Möglichkeit, die Flottenkämpfe mit KI oder mit anderen Spielern zusammen komplett gegen KI-Gegner zu spielen, aber auch das ist schnell immer wieder dasselbe. Und so fühlt sich der Multiplayer-Modus sogar noch mehr als die Singleplayer-Kampagne so an, als sei er ein bisschen mit angezogener Handbremse entwickelt worden, weil EA dieses Projekt einfach nicht so hoch und groß priorisiert hat. Das mag aus Management-Sicht die wirtschaftlich richtige Entscheidung gewesen sein. Für uns als Spieler ist es allerdings sehr schade, denn wir bekommen hier ein gutes, an manchen Stellen sogar sehr gutes Weltraum-Action-Kampfspiel, aber es hätte eben ein richtiger Diamant werden können. Vielleicht gelingt das mit einem Nachfolger, falls Star Wars Squadrons erfolgreich genug ist. Nichtsdestotrotz gilt, wer Star Wars Fan ist und früher gerne X-Wing, TIE Fighter oder die Rogue-Spiele gespielt hat und wer eine tolle Singleplayer-Kampagne erleben will, sollte Star Wars Squadrons ausprobieren. Aber denkt bitte dran, probiert's wirklich mal ohne HUD-Anzeigen und auf den höheren Schwierigkeitsgraden aus. Es lohnt sich. Echo Staffel, hier spricht Admiral Akbar. Echo-Anführer hier. Konnten Sie die Quelle des Notsignals ermitteln, Admiral? Hoffentlich. Du musst wahrscheinlich improvisieren. Halte deine Staffel gut in Schuss.